Moin zusammen, Fennec hier. Bald ist es soweit. Alatrion erwartet uns ab dem 9.7. in Monster Hunter World Iceborne. Für das große Ereignis und den sicherlich sehr spannenden Kampf habe ich 5 Tipps für euch, die euch in den Kampf gegen Alatrion nicht vollends blind reinlaufen lassen. Doch bevor wir zu den Tipps kommen, lasst uns nochmal anschauen, was wir bei dem 6. Entwicklertagebuch für Informationen zu Alatrion erfahren haben. Alatrion besitzt 3 Elementphasen. Feuer, Eis, Drache und ein bisschen Donner noch dabei. Die unterschiedlichen Phasen verbringt er in 2 unterschiedlichen Stati. Befindet er sich in der Luft, bekommen wir es überwiegend mit Eisangriffen zu tun. In dieser Phase wird es auch schwieriger, ihn ebenfalls mit Angriffen in der Luft zu treffen, da er die Möglichkeit hat, uns mit Luftströmen, ähnlich wie Kushala Daora, wegzublasen. Wirbelstürme kann er jedoch nicht beschwören. In der Luft ist Feuer seine größte Schwäche. Gegen Donner hingegen ist er völlig immun. Befindet sich Alatrion am Boden, bekommen wir es mit seinen Drachen- und Feuerattacken zu tun. Wasserelementangriffe sind hier das Element, welches wir nehmen sollten. Soweit so gut, das alles hört sich nicht so problematisch an, da er die Elemente auch nicht vermischen kann. Doch Alatrion ist eines der am schwersten zu bekämpfenden Monster, die wir je in Iceborne sehen werden. Sobald der schwarze Drache sich dazu entscheidet, sein Element zu wechseln, heißt es Bye-bye mit dem Lebensbalken der Jäger. Aufgehend in einer Theostra-like Supernova und der damit verbundenen Schockwelle, frisst dieser Angriff die Lebenspunkte der Jäger so schnell wie das Krümelmonster Kekse. Was können wir dagegen aber machen? So wie es aussieht, können wir die Schockwellenstärke des Elementswitches von Alatrion mittels immensen Damage-Output auf seine Hörner mit den jeweiligen Elementschwächen, die je nach Phase wieder unterschiedlich sind, reduzieren. Üben wir vor dem Elementswitch also genügend Wasser- bzw. Feuerschaden auf seine Hörner aus, reduzieren wir die Stärke der Schockwelle und werden uns besser heilen können. Ob dabei nur der Elementschaden in die Berechnung mit eingeht oder ob auch der Nicht-Elementschaden zählt, um die Stärke der Schockwelle zu reduzieren, ist noch nicht bekannt. Die zweite Möglichkeit wäre, heilt euch ohne Ende. Ob Teleporter, der Superman-Dive oder auch der Final Fantasy-Mode während der Schockwelle funktionieren, ist unbekannt. Für die Solo-Spieler werden diese jedoch am einfachsten durchzuführen und ich hoffe, dass zumindest der Teleporter nutzbar sein wird. Gut, dann lass mal mit den 5 Tipps starten. Tipp Nummer 1. Nimmt Pestwiderstand mit. Durch Level 3 Pestwiderstand negiert ihr alle elementbasierten Päste, wodurch ihr schon mal keine Angst mehr vor Feuer, Drachen und Eispest haben müsst, wenn ihr gegen Alatrion kämpft. Tipp Nummer 2. In den alten Monster Hunter Spielen war Alatrion anfällig gegen Schlaf und Paralyse. Wenn ihr also ein Set habt, welches eines der beiden Statuseffekte mit sich bringt, dann aufi! Tipp Nummer 3. Nehmt Astera Jerky mit. Wenn ihr erholbare Gesundheit habt, also den roten Balken in der Lebensleiste, könnt ihr Astera Jerky zu euch nehmen, um diese komplett wieder aufzufüllen. Es hat also eine ähnliche Wirkung wie der Maxi-Trank. Tipp Nummer 4. Nimmt Erholung hoch und Gesundheitsboost mit. Durch die Erholung hoch verstärkt ihr nochmal jegliche Heilung um 30%, was euch den Tag gegen Alatrion sicher retten wird. Tipp Nummer 5. Wenn ihr in einer Vierergruppe unterwegs seid, versucht folgende Kombi, um alles abzudenken. Ein Spieler mit Wasserelement, einen mit Feuer, ein, der nur Nicht-Element-Schaden macht und einen anderen, der Schlaf oder Paralyse auswirkt. Wenn ihr alleine unterwegs seid und es möglich ist, gegen die Supernova entweder gegenzuheilen oder zu flüchten, dann würde ich euch ein Nicht-Element-Bild ans Herz legen, um den Kampf vom austeilbaren Schaden her etwas angenehmer zu gestalten. Das war's mit den Tipps zu Alatrion. Sobald der schwarze Drache in Iceborne ankommt, bringe ich nochmal ein paar Neuigkeiten zu ihm, um euch den Kampf gegen Alatrion entspannter zu gestalten. Wenn ihr noch Guide-Wünsche habt, schreibt dies gerne in die Kommentare. Und wenn ihr tiefer in die Funktionsweise der Waffen in Monster Hunter World Iceborne einsteigen möchtet, kein Problem, schaut bei meinen 5 Tipps zu den Iceborne-Waffen-Videos vorbei. Und wenn ihr neu in Monster Hunter World oder in Monster Hunter World Iceborne seid, auf meinem Kanal findet ihr zu jeder Waffe ein ausführliches Tutorial und Tipps und Tricks zu Monster Hunter. Dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen.